Servus, meine Freunde! Wenn ihr das seht, wisst ihr, es ist wieder Zeit für epische Abenteuer in Unepic. Wir hatten das letzte Mal unseren kleinen blauen Freund gefunden und ich hatte euch gefragt, wie ich ihn nennen sollte. Und ich hatte nicht viele Namen bekommen. Einer davon, und den habe ich jetzt einfach gewählt, war Frosty. Und deswegen ist das jetzt der kleine Frosty. Sag mal Hallo zu den YouTubern. Hallo. Ja, das war irgendwie nichts. Ansonsten hatte ich zwei Orte, die ich noch nicht erkundet hatte. Das war unter anderem da, wo ich jetzt hingehe. Und zwar, wenn man da hinguckt, so hier ist noch so ein Pfeil. Den würde ich ganz gerne begutachten. Und da ist noch so ein Pfeil. Bevor ich nämlich hier in dieses große schwarze Loch gehe, um zu schauen, was es da eigentlich zu holen gibt. Genau hier unten. Ich bin nämlich direkt hier runtergegangen in die Kanalisation wieder. Und ich habe immer noch keine verdammte Spitzhacke. Wann kriege ich die denn? Oh. Oh. Vielleicht haben wir hier endlich und das ist doch hundertprozentig die Eismagie. Ein Human? Hier? Wie ist das möglich? Easy ist das. Ich habe diesen Human in der Entrance des Castles gefangen. Es war easy, seinen Körper zu besitzen. He barely resisted. You already know of such a weak and pitiful race? I visited their world a long time ago. I posed as one of their gods, and they gave me names like Poseidon. Der Wassergott. Foolish humans. The great lord commanded me to come before you, pure spirit, so you could give me your knowledge. I will not give you the knowledge of blue magic, unless you prove yourself worthy. Ach, natürlich, wäre auch sonst viel zu einfach. Loyalty and respect. I yearn for the giant marble statues that used to ornament the temples dedicated to me, reflecting my greatness. Shadow, rebuild one of my statues, and I will pieces of a statue. You will find them hidden among common stone. You will recognize the pieces as they are made of the finest Gimmerian marble. Sapphires, two beautiful sapphires, blue like the sea, took the place of the eyes. However, the crows that dwell in this place love small shining objects. Okay, da weiß ich. Die habe ich schon gefunden. A coral crown, some of the sea snakes that dwell in the depths of this castle. Okay. Trident. Finally, every statue wielded a trident made of ice. Goblins kept them stored in big chests. New magic essence. Ja gut, das ist easy. I also ask a favor. I cannot stand the fire creatures that dwell in this park. Ja, das ist auch easy. Holy Monkey, das ist ja gar nicht mal so wenig. So, jetzt muss ich erstmal hier gucken, dass ich die Aufgaben mir hier anhole. Die Statue des Poseidons. So, rechts. Ah, ja, habe ich schon. Gut, blaue Essenzen habe ich schon. Auch nicht wenige. Statuenteile. Ja, das ist jetzt so eine Sache. Wie kriege ich die? Ich habe keine Ahnung. Kann ich vielleicht... Nee, kann ich nicht. Ich brauche... Lol. Okay, ich kann die einfach auswählen. Dann ist das ja gar nicht so schwer. Ich dachte jetzt so, oh nein, jetzt muss ich echt mir eine Spitzhacke oder so besorgen. Aber nein. Oh, Frosty, eskalier doch mal, bitte. Mal für eine Mark. Das reicht, danke. Holy cow, ey. Frosty geht hier ziemlich ab. Und auch, ich habe auch noch gar nicht gemerkt, dass hier in irgendeiner... Oh. Frosty! Nein. Frosty. Ach, spät's einfach runter. Können wir runter, Frosty? Mach sie platt, Frosty! Jawoll! Zack. Oh, ey. Ohne Witz. Ich mag das. Das Vieh ist der Wahnsinn. Zack. Und da geht er auch down. Blaue magische Essenz. Klasse. Kleiner Saphir. Ich brauch... Oh, nein, Frosty! Nein! Nein, Frosty! Naja, wie du musst sein. Oh. Das war ganz schön knapp. Ich bin noch so links. So, ich kann mir mal schon mal... Oh. Ich kann mir jetzt schon mal definitiv mal angucken. Wo waren die Krähen? Die waren doch...
wenn ich mich nicht irre, in dem Bereich hier so. Oder irre ich mich da? Nein, das muss hier in dem Bereich gewesen sein. Da sind die Krähen. Okay, ich weiß, wo ich die Statuen Teile kriege. Blaue Essenz kriege ich von selber. Das bedeutet, was könnte jetzt noch schwer werden? Töte rote Helme ist auch einfach. Große Saphire. Die Schlangen in den Katakomben droppen die. Ah, da ist sofort so ein Helm. War hier was? Oh, 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 oh. Ich gehe da hinten runter. Genau. Ich habe jetzt nicht ganz aufgepasst. Hopp. Kämpfe, Frosty! Ich liebe ihn einfach. Gut, wir haben einen toten Helm. Wir haben... Das ja. Ich glaube, das Problem sind echt das, die Korallenkrone und der Dreizack. Das sind die, die, glaube ich, so ein bisschen schwieriger werden könnten. Oh, Frosty! Nicht... Nicht Frosty! Bewegen! Frosty, schießen ab! Aua! Okay, passt. Zwar ein bisschen... Oh. Boah, elegant ausgewichen. Also das mit den Steinen ist ja echt easy. Ich mach... Regeneriert er eigentlich? Nee. Nee, egal. Nicht, dass ich mich... Oh, okay. Schnell noch ausrüsten. Haben wir das auch erledigt? Super. Es irritiert mich so ein bisschen, wenn der Frosty immer so ein bisschen schießt. Weil ich denke mal, oh, irgendjemand schießt auf mich. Aber tun sie ja nicht. Sondern er schießt ja auf die Gegner. Und das ist gut. So. Irgendwo hier war doch der ganze Spaß. Warum habe ich das... Oh. Haha. Sneaky Ninja. Zack, der stirbt. Frosty regelt schon im Vorhinein. Zack. Wo waren denn die... Krähen? Die waren doch hier irgendwo. Ich könnte schwören, dass hier irgendwo die Krähen waren. Egal, wir machen jetzt erstmal... Ach so, ah, hier ist eine Falle. Aua. Aua, 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 aua. Wo ist denn hier... Hä? Wo ist denn hier die, das letzte Licht? Ist das übersehen? Warte mal, da oben ist nichts. Oh, ich hau hier einfach mal ein bisschen rum. Hol mir hier mal. Was ist denn hier das Licht versteckt? Das letzte. Hallo? Licht. Da vielleicht? Hm, das kann sein, dass das da hinten ist. Hm. Gut, wir gehen mal hier hoch. Wo waren denn die Krähen, die verdammten? Hier muss doch ordentlich sein, sage ich doch. Zack. Macht das Ding kaputt. Zack. Oh, und jetzt hier runter. Oh, hier geht's auch runter. Wir gucken einfach mal, wo es hier lang geht. Wo waren denn nochmal die Krähen? Ich hab die doch irgendwo gesehen. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, wenn ich jetzt nicht weiß mehr, wo die Krähen sind. Ansonsten gehe ich auf jeden Fall mal runter in die Kanalisation. Da bin ich auf jeden Fall richtig, denn da sind auch die Viecher. Na hier, wir essen die Seeschlangen. Aua, hörst du bitte auf, Frosty zu hauen? Wenn du mich schlägst, ist das was ganz anderes, aber nicht meinen kleinen Frosty. Warum bin ich eigentlich nicht hier weitergegangen? Oh, das ist eine Truhe. Warte mal, kann das sein, dass hier... Ah, noch ein breiter Dolch. Ich brauche keine breiten Dolche. Habe ich das jetzt hier erleuchtet? Nein. Wo ist denn hier noch Licht? Darunter vielleicht? Nee. Hier? Ach, hier geht es ja noch weiter. Ah. Da hätte ich mir ja lange tot... Aha. Da hätte ich mir lange tot suchen können. Und hier das Licht, klar. Zack. Ja, zack, mal wieder ein bisschen mein Mottek rausholen und ein Hammer. Warum ein blauer Hammer? Leute, ein Schwert, ein Bogen. Wie oft habe ich das denn noch gesagt?
geht mir jetzt schon langsam ein bisschen auf den Keks. Wobei hatte ich nicht... doch, ich hatte einen neuen... Na egal, wir gehen jetzt mal weiter nach rechts. Wenn wir da nicht weiterkommen, dann gehen wir hier lang. So, wo geht's denn da oben lang? Ach, da oben lang. Okay. Dann hier rum, hier hoch. Und ansonsten können wir ein bisschen was erzählen. Ich weiß gerade nicht was. Das wäre so eine Phase, wo ich nicht weiß, was ich erzählen soll. Prinzipiell gibt es lustig zu erzählen, dass der Editor von Escapist eine Menge Aufsehen erregt hat. Viele haben sich beschwert, es sei zu schwer. Viele haben sich beschwert, dass es kompliziert sei. Er ist nicht einfach, das gebe ich zu. Also er ist ungewohnt. Wenn man sich nicht mit dieser Art auskennt, dann ist das nicht gerade einfach. Ich habe mir mal vor einiger Zeit, oh, das ist schon fast ein Jahr her oder so, mal den RPG Maker geholt, den es auch bei Steam gibt. Und der war ähnlich aufgebaut. Dem, ah ja, hier sind die Schlangen. Zack, zack. Hörst du bitte auf, mich zu snacken? Was greift denn der da an? Die droppen noch die... die Kristalle, oder nicht? Gut, dann rüste ich mich mal damit aus. Damit aus. Oh. Oh, haha. Friss Feuer. Ist das der? Ist das? Ach, ist ein kleiner Saphir. Naja, aber es ist definitiv die richtige... die richtige Ebene. Bin ich hier lang gelaufen? Ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, wo ich lang muss. Und ich reg mich gerade ein bisschen auf, dass ich die ganzen Saphire verkauft habe. Natürlich wollen wir ganz schnell die Dinger kaputt machen. Ein Heilzauber wäre echt jetzt mal was, so wieder. Das wäre... das wird bestimmt auch kommen. Zack. Oh. Nope. Nope, 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 nope. Oh, 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 oh. Ist das ein großer Saphir? Nein, auch nicht. Aber ich habe einen blauen Essenzen, sehr schön. Aber ich will keinen Trank nehmen. Ich glaube, da komme ich aber nicht dran vorbei. Na egal, dann nehme ich mal einen. Zack, ein bisschen aufgefüllt. Oh. Feuer von hinten an den Kopf. Eine Korallenkrone, lol. Stimmt, weil die haben die... ich habe mir gar nicht die... kann ich mir das nochmal anhören? Man kann sich das doch nochmal anhören. Ja, 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 ja. Bau mir Sapphire. Ach, die Krähen waren das. Okay. Hm. Goblins. Goblins. Wo waren die Goblins? Goblins in Truhen. Ja, super. Das hilft mir natürlich jetzt nicht besonders weiter. Wenn ich nicht weiß, welche Goblins gemeint sind. Wenn ich vor allen Dingen nicht weiß, wo die verdammten Krähen sind. Die waren doch hier irgendwo. Wo waren die denn? Hm. Ich glaube, ich gehe mal auf Krähensuche. Entweder, wenn ich die Krähen finde... ja, doch, wenn ich die Krähen finde, dann werden wir auf jeden Fall weitermachen. Ich habe die Krähen noch nicht gefunden, aber ich muss trotzdem jetzt schon mal weitermachen, weil ich habe was Gutes gefunden. Und zwar bin ich hier weitergegangen, weil ich mir gedacht habe, wo gehen denn, wo waren die denn? Die müssen doch hier irgendwo gewesen sein. Bin dann quasi hier in den Raum reingegangen, ihr erinnert euch, da war quasi nichts. Aber hier, ein Raum weiter, da waren jede Menge Goblins. Und ich dachte mir so, Goblins, Goblins, Goblins. Und ich habe einfach Schatztruhen aufgemacht und deswegen habe ich den Dreizack auch schon gefunden. Also der Dreizack war hier, in diesem Dingen. Und was interessant war, mir ist aufgefallen, dass hier ein Weg nach rechts ging. Aber hier war nichts. Und ich habe geguckt, ich so, hä? Hier war eine Sackgasse vorher. Und als ich dann alle Lampen angemacht habe, ist hier auf einmal eine Leiter erschienen. Und jetzt bin ich hier, jetzt ändert sich die Musik. Und deswegen mache ich jetzt einfach mal weiter,
Weil ich nämlich nicht weiß, was mich hier erwartet. Und das will ich euch nicht vorenthalten. So, ich will euch nicht zu viel... Okay, jetzt hier ist noch ein... Das war nicht schlecht. Was habe ich jetzt? Du hast alle Lichter in den Tiefen angezündet. Ach ja, das habe ich übrigens vorhin auch gekriegt, als ich... Als ich die Kanalisation gemacht habe. Jetzt muss ich mal ein bisschen sortieren. So, einen Ring kann ich noch anziehen. Angriffsgeschwindigkeit mit Streitkolben. Naja, gut, ist jetzt ziemlich Wumpe eigentlich. Aber, naja, drauf geschissen. Was haben wir hier? Erhöht die Chance dauerhaft, oder? Oh, okay. Das ist nur ein temporärer Bach, macht nichts. Also hier findet ihr auch was Besonderes. Wir haben allerdings immer noch nicht die verdammten Krähen gefunden. Ich hätte mir vielleicht aufschreiben sollen, wo die Krähen sind. Wo waren die? Über uns können die nicht sein. Die müssen ja irgendwo links von uns sein. Weil die müssen ja hier irgendwo in dem Bereich sein. Allerdings habe ich sie nicht gefunden. Die waren doch da irgendwo. Ich könnte schwören, dass die da waren. Geh nochmal hier rein. Jetzt gehen wir mal hier nach links. Aua. Ja, ich glaube, in diese Falle bin ich schon zum dritten Mal oder so gelaufen. Aua. Na, die ist neu. Hier sind die Krähen. Ah. Jetzt sehe ich die natürlich wieder nicht, weil mein... Und das ist nicht die Schuld von dem Spiel. Das liegt daran, dass ich momentan Sonneneinstrahlung habe. Und zwar Sonneneinstrahlung mitten auf meinem Bildschirm. Was natürlich suboptimal ist. Und überhaupt nicht hilfreich. Sterbt. Auge einer Krähe. Ihr müsst alle sterben. Wo sind denn hier Saphire? Die haben die doch. Es wäre natürlich ein bisschen bitter, wenn jetzt keine Saphire droppen. Habe ich überhaupt schon Saphire? Nee. Ja, war jetzt ein Schuss in den Ofen, ne? Großer, runder Saphir. Muss man jetzt... Münze. Muss man jetzt so lange die Krähen töten, bis man die hat? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Na gut, da oben muss ich noch einen Helm töten. Ich habe aber noch nicht mal alle Statue-Teile, fällt mir auf. Ist hier noch eins drin? Nein. Aber da unten könnte noch eins sein. Das ist natürlich richtig. Stimmt, das habe ich ja auch noch nicht fertig. Ich dachte schon, das hätte ich fertig. Ja gut, mir fehlen jetzt noch zwei. Das heißt, die Dinger müssen glänzen. Unser lieber Freund regelt. Das heißt, oh, die roten Helme haben wir jetzt auch schon. Heißt das, wir müssen jetzt immer quasi gucken, dass wir zurückgehen, um die roten Krähen zu kriegen. Kommen wir hier raus? Nee, auch nicht. Ja gut, dann teleportieren wir uns nochmal zurück, heilen uns nochmal eine Runde und schauen, dass wir da jetzt nochmal die Krähen kriegen. Großer, runder Saphir. Oh, ich hoffe, das ist nicht so eine Dinge, so eine Sache, dass das irgendwie random generiert wird oder sowas. Aber wäre natürlich... Oh, haha, dieses Mal nicht. Ich war beinahe wieder reingelaufen. Oh nein, er ist reingelaufen. Ach, Frosty. So. Keine Krähen? Warum sind hier keine Krähen? Hier sind doch normalerweise immer Krähen. Jetzt sag nicht, dass mit den Krähen ist eine einmalige Sache. Dann muss ich, glaube ich, ein bisschen weinen. Das kann doch nicht sein. Die sind doch auch alle wieder da. Hören wir uns das Ganze nochmal an. Ich meine, der hat Krähen gesagt. Ja, ja, ein Human. Ja, 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 ja. Sapphires. Two beautiful sapphires, blue like the sea, took the place of the eyes. However, the crows that dwell in this place loves are called. Ja, und der Rest, der ist ja, den habe ich ja schon.
Haben die das vielleicht hier irgendwo versteckt? Vielleicht in diesen... hier irgendwo? Menno, das kann doch nicht wahr sein. Kann man denn da hoch? Moment, wie kann man da hoch? Ah, hier. Okay. Oh, wie kann man denn... Oh, hier muss man jetzt... Oh, vielleicht eine Kiste? Ah, ne, die Kiste habe ich schon... Wie kommt man da... Wie kommt man da hoch? Man kann sich im... man kann sich im Sprung nicht drehen. Wie kommt man denn da hoch? Ist vielleicht da oben, was ich suche. Nee, kann ja gar nicht sein. Es kann doch nicht wirklich sein, dass ich immer wieder laden muss, oder? Um die Dinger zu kriegen. Na gut. Dann werde ich das mal gucken. Ich werde mal schauen, ob ich die Kristalle kriege, die Saphire kriege, ob das wirklich so ist. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Und in dem Sinne, habe die Ehre. Okay. Hier, das heißt, auf Höhe der Wand. Okay, das... Ah, und wir sind nicht mutiert, weil wir noch die alten haben. Sehr gut.